Bei der heutigen Folge Was ist los zu Gast Christian Pichler, auch bekannt als DJ Roo Count. Herzlich willkommen bei Was ist los. Hallöchen. Freue mich, dass du da bist. Ja, du bist hauptberuflich eigentlich, kann man sagen, DJ. Jetzt stell dich erstmal vor, woher kommst du oder vielleicht auch, woher kommt der Name oder wie ist das alles entstanden? Ja, das ist alles so ein bisschen schwierig. Roo Count war nicht immer da. Also am Anfang hieß ich mal DJ Chris. So ging das Ganze los. Ich heiße Christian, komme aus Karlsruhe, Rheinstätte. Mich kennt man vielleicht von Haus am See Veranstaltungen, von der Mosquito Bar, vielleicht aus dem Codex Club, vielleicht aus dem Charlie's Fun Factory. Kommen wir nachher auf jeden Fall noch dazu. Ja, also, ja, war schon ein bisschen untriebig in den letzten Jahren. Und der Name Roo Count? Das kommt ehrlich gesagt aus dem Film Armageddon. Okay. Ja, der Roo Count ist der, der die Rakete reitet. Und das hat eigentlich beim Auflegen passt das eigentlich ganz gut zu mir, weil wenn die Lunde mal brennt, dann brennt sie. Dann geht's steil. Ja. Meine, klar, wir sind jetzt in der Corona-Zeit, aber wo legst du normalerweise auf? Meine, klar, du bist in Stuttgart im Club derzeit Resident, aber klar auch bei deinen eigenen oder bei euren eigenen Veranstaltungen Haus am See. Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Also momentan seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt wäre jetzt das 4. Jahr, bin ich Resident im Pure Cocolores Club in Stuttgart. Da geht es immer Freitag, Samstag los von 21 Uhr schon, also so richtig oldschool-mäßig. Da geht es um 9 los und dann bis 5 Uhr. Und um 5 Uhr werden auch noch tatsächlich so 500, 600 Leute rausgekarrt. Also doch so viel. Ja, da ist richtig Partyalarm. Also da ist auch, das Motto ist, Open Format, alles ist erlaubt. Also es kann Last Christmas im Sommer laufen und genauso kann Sven Feth oder Nirvana laufen. Ja, gefällt mir halt ganz gut, passt zu mir, weil ich möchte mich auch nicht so in eine, ich war noch nie so das Genre-Kind, das sagt nur das oder nur das. Ich fühle mich eigentlich wohl, wenn ich alles machen kann. Sonst bin ich natürlich viel bei Haus am See, das ist mein eigenes Kind, hätte dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, leider nicht. Dann findet man mich in der Mosquito Strandbar in Hügelsheim. Dort auch im Tagesgeschäft. Das macht meine Mutter sozusagen. Also wir sind Familienbetrieb schon. Ja, immer. Ja, schon immer. Man ist da so reingewachsen, sag ich mal. Und ansonsten halt auf Bookings. Also ich habe jetzt gerade gesehen, vor 5 Jahren war ich, oder vor 4 Jahren haben wir in Berlin einen Club eröffnet. Auf viele Großveranstaltungen, Alpha Festival, Pioneer Rave, der Osterhammer, also viel unterwegs eigentlich, aber hauptsächlich hier in der Region. Okay, wenn du jetzt so, ich meine klar, wenn du jetzt außerhalb oder weiter weg spielst, dann bleibt man da auch über Nacht, aber wenn du jetzt in Stuttgart... Nee. Bleibt man nicht über Nacht mal? Also selten, also es kommt drauf an. Fahrst du immer in Stuttgart wieder heim dann in nachts? In Stuttgart wird immer wieder nachts heimgefahren. Okay. Also es gibt auch Tage, wo ich dort Freitag, Samstag auflege oder ein normales Wochenende wäre im Prinzip, sage ich mal, freitags bis 18 Uhr eine Moskitobar, dann kurz heim, die Raubtiere füttern, frisch mache, nach Stuttgart fahren, dann bis um 5 auflegen, 6, 7 Uhr wieder daheim. Und dann um 12 wieder in die Moskitobar und am nächsten Tag das gleiche Spiel. Also samstags dann drauf, um 6 wieder heim, Raubtier füttern und sonntags erstmal tot. Ja klar, ich meine, wenn man innere Disco groß wird, sag ich mal, dann kennt man es auch nicht anders dann, ne? Dann ist es halt dann nur so, ne? Also bevor ich zum Auflegen gekommen bin, habe ich alle Facetten eigentlich so durchlaufen, ja. Also ich habe erst aufbauen geholfen. Damals haben wir eine der größten, wenn nicht die größte mobile Disco Süddeutschlands. Charlie 2000 mit deinem Papa, da werden wir natürlich nachher auch nochmal dazu kommen, ne? Da ging das halt schon los. Ich sag mal, da bin ich mit meinem Vater, Gegensatz andere waren in der Schule. Ich wurde von meinem Vater in eine große Pause abgeholt. Dann sind wir losgefahren und haben aufgebaut und haben dann da, er hat Musik gemacht, ich habe Licht gemacht und danach sind wir wieder heimgefahren. Also Daily Business sozusagen. Du hast eben schon gesagt, klar, Open Format DJ nennt man das ja nicht auch, aber gibt es irgendwas, was du am liebsten auflegst? So? Ja, schon elektronisch, sage ich jetzt mal. Also alles, was so pumpt, es muss schieben. Ich sage immer, DJ
die Männer müssen eigentlich mit dem Kopf nicken können beim Beat und die Mädels müssen mit dem Arsch wackeln. Das ist eigentlich die beste Voraussetzung für das, dass es mir gefällt. So 128 BPM ist schon ganz gut. Ja, momentan stehe ich eher mehr so auf 120, okay. 124, eher so ein bisschen Disco, New Disco, Housey, Brazilian Bass, so ein bisschen basslastig, also ich sag mal so eine Hip-Hop-Bassline und so eine Techno-Kick und dazu ein gutes Thema. Geht schon gut. Ja, ich bin ja auch ein bisschen als DJ unterwegs und mache auch viel Musik. Welches Equipment benutzt du damit? Was legst du auf? Serato oder bist du eher so Traktor oder was ganz anderes? Oder Recordbox? Also ich habe alle Formate. Ich habe sowohl CDJs zu Hause. Ich habe noch ein original verpackter SL Technics daheim. Der ist noch eingeschweißt in seiner Plastikfolie. Da wird er noch ausgepackt. Zwei natürlich zum Betrieb. Ich habe ein S4 dritte Generation, S4 zweite Generation oder erste, ein F1, ein X1 für Traktor. Aber hauptsächlich, wenn ich jetzt nach Stuttgart gehe oder je nachdem, was für eine Veranstaltung, ich spiele ja auch zum Beispiel auf Firmen-Events oder Hochzeiten, dann macht es nicht so wirklich Sinn, so viel Technik mitzunehmen. Brauchst kein 12-10er. Nein, also ich spiele am liebsten mit Otusse. Das ist eine Controller von EKS, den gibt es leider nicht mehr, wird nicht mehr gebaut. Da habe ich mal alle aufgekauft, oder zumindest viele davon, okay. Damit ich da einen Stand habe. Das ist wie ein 12-10er, hat ein Rad in der Mitte, hat aber überall noch Touchpanels. Also, okay. Und mit dem lege ich schon so, ich glaube, knapp 8 Jahre jetzt schon auf. Also irgendwann, mir war klar, wenn digital, also wo ich von Vinyl, ich komme ja noch aus der Schallplattezeit, also ich war noch dreimal die Woche beim Opi im Record Express und bin noch nach Freudestadt gefahren, in der Record Inn, ich bin auch schon nach Rimini gefahren, um Platte zu kaufen. Okay. Ja, damals konntest du dich exklusiv machen, ja, indem du die richtige Platte hattest und der richtige Platte-Dealer, sage ich jetzt mal, hattest du damals auch die dementsprechende Waffe in der Hand. Wenn ich der Einzige war in der Region, der Snap Rhythm is a Dancer hatte, ja, dann bist du freitags in den Club gekommen und wolltest Snap Rhythm is a Dancer hören, weil der DJ geil war. Ja. Und kein anderer konnte sie kaufen, weil ich alle gekauft habe. Ja, so einfach ging das damals. Heute kannst du halt das Internet nicht leer kaufen. Ne? Ja, klar. Also am liebsten, wenn ich so in Stuttgart auflege, habe ich 3 Taschen dabei, 2 EKS Otusse. Die benutze ich mit dem MacBook, Traktor 3. Mhm. Dazu, da ich noch ein Sample-Kind bin, von meinem Vater kommt das wiederum, noch das Launchpad mit Battery 4, wo ich eben das komplette Launchpad mit Samples belegt habe. Ja, schon geil. Ja, weiß auch noch tatsächlich, wo welches Sample ist. Im Gegensatz zu vielem anderen kann ich mir das merken, komischerweise. Das ist mein Lieblingssetup. Pioneer dazu. Und Kopfhörer HD25 Classic, für mich der beste Kopfhörer, den es gibt. Wenn du auflegst, wie ist das bei dir? Ich kenne da unterschiedliche Ansichten von Kollegen. Trinkst du selber auch Alkohol, wenn du auflegst, oder trinkst du kein Alkohol? Oder wie ist das bei dir so? Also es ist grundsätzlich so, dass ich kein harter Alkohol trinke. Also wenn jemand an die Bar geht und bestellt für den DJ einen Jackie Cola, wissen die, ist nicht. Ich trinke hauptsächlich Red Bull, Cola und dann in Stuttgart steht sozusagen in meinem Rider, den es nicht gibt, kriege ich noch eine Flasche Champagner. Okay. An mein Pult gestellt und die trinke ich auch im Laufe des Abends. Ich finde halt auch einfach, man sollte mit den Gästen anstoßen. Ich finde nichts Schlimmeres, wie wenn ein DJ in einem Pult steht, seine Musik spielt und dann aber aussieht, als würde gerade irgendwie 20 Tage Regenwetter laufen, weil er ist ja der DJ, also er hat es ja in der Hand. So, also heißt für mich, wenn ich da in einem Pult stehe, geht es auch, sagen wir mal, wenn der Laden um 9 aufmacht, geht es um 10:30 spätestens los, dass ich hinterm Pult stehe und mache auch schon vorher das Warm-up. Also ich tue vorher schon einen dementsprechenden Mix auflege, wo ich schon sehe, also ich gucke am Anfang immer, was für Leute kommen rein, wie ist die Stimmung und versuche dann auch die Stimmung schon von Anfang an in die Richtung zu drücken, wo es die Leute brauchen. Also es kann passieren, dass du in Stuttgart sagen wir mal, um 11 in den Club kommst und da im Cocolores schon Hände oben sind und cool. Partyalarm ist. Ja, cool. Also. Ja, jetzt kommen wir auf zur Party allgemein, sag ich jetzt mal, oder zur, ja, kann man sagen, Partygeschichte, weil die Feierei hat sich jetzt gerade auch in den letzten Jahren, kann man schon fast nicht von Jahrzehnten sprechen, oder vielleicht von den letzten 1-2 Jahrzehnten höchstens, hat die sich eigentlich schon sehr verändert, wenn ich jetzt so sehe, wie ich, wo ich jung war oder gerade
frisch 16 oder 18 war, wie wir gefeiert haben, wo wir damals donnerstags ins Charlies nach Aachen zu euch, was ja auch eurer Familie gehört hat, oder danach ins Codex oder donnerstags im Charlies an Europarty oder so. Ne? Wie hat sich aus deiner Sicht das Feiern noch verändert? Man kann ja sogar noch ein paar Jahre vorspulen. Es gab ja Jahre, auch in Rastatt, mit der Garage. Da bist du klar, sonntags in Garage gegangen, montags bist glaube ich, ins Kriterium oder ins X-Palace oder ins Nachtcafé, dienstags wieder in Garage, und so hat sich das verlagert. Heute war so ein letztes Jahresfortgehen beschränkt auf nur einmal am Wochenende. Ich sage jetzt mal, die Generationen vermischen sich, die Jungen, es haben mehr Netflix und Chill. Ja, die haben halt lieber Twitch, gucke sich da irgendeiner an, der Fußball spielt auf dem Fernseher, und interessieren sich für Musik nicht mehr so richtig. Es gibt die Generation eher Festival. Die gehen einmal, zweimal im Jahr fort, lassen dann auch richtig Kohle dort liegen, gehen 3 Tage, lassen es richtig krachen, aber danach im Club dann halt weniger. Ja, da ist dann eher die 1-Euro-Geschichte oder mal die ausgesuchte Events. Ich muss sagen, in Stuttgart ist so wie so eine kleine... Es ist einfach ein bisschen anders, man kann es gar nicht so richtig glauben, es ist wie vor 10 Jahren hier. Okay. Einfach auch schon mit dem neuen Aufmache, die Partystimmung ist ganz anders, da ist nicht so, spiel mal hier, spiel mal das, jetzt läuft gerade das, was mir nicht gefällt, ist scheiße, ich gehe jetzt, sondern nächster Song gefällt mir wieder und dann funktioniert es. Man muss ja sagen, bei uns in der Region gibt es ja gar kein Mixed Music mehr. Es ist entweder ein Hip-Hop-Event oder ein Techno-Event oder ein House-Event. Und House gibt es auch nur, weil wir House am See machen. Ansonsten wird es ja nur Techno geben. Und das war damals auch die Intention, dass wir House am See gegründet haben. Ja, also damals, das war vor 5 Jahren, wir hatten dieses Jahr 5-jähriges Cut. Das war zu der Zeit, wo mein Vater gestorben ist. Wo wir den Club dann auch verkauft haben, weil dann einfach, es war alles so viel und dann musste man einen Cut machen. Und dann wollten wir eigentlich auch gar nichts mehr machen, haben wir uns eigentlich gesagt. Das war damals, wo ihr dann im Codex dann sozusagen aufgehört habt. Genau, das war so alles auf einmal. Erst Vater gestorben, dann ist der Club nicht mehr so richtig gelaufen. Klar, weil der Kopf irgendwo woanders da war, man war nicht mehr so on point. Es war einfach, man war einfach vielleicht ausgelutscht und hat dann erstmal gesagt, okay, man will eigentlich gar nichts mehr machen, alles weg erstmal und Schnauze voll. Und dann kam eigentlich das eine zum anderen. Mich hat eigentlich ein Gast gefragt, der damals in der Mosquito Bar gearbeitet hat, ob man nicht mal vorbeikommen wolle, ob ich nicht eine Veranstaltung dort machen will. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt und dachte, ja, also wenn ich nochmal was mache, dann nur was mir gefällt. Und ein paar Monate vorher war ein Freund aus Berlin da. Wir sind bei mir auf der Terrasse gesessen und wir wollten fortgehen und haben dann geguckt bei irgendeinem Portal nach House-Events. So. Gab nichts. Nein, wir hätten 150 Kilometer fahren müssen, um irgendwie nicht Techno oder Hip-Hop oder 90er oder irgendwas zu bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, das kann es doch irgendwie nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass alle nur Schranze wolle, sondern es muss ja auch, es gibt ja gute Hausmusik, also auch was Gechillteres. Klar. Und das hat dann funktioniert, seht ihr auch. Also, nochmal zurückzukommen, damals im Charlies in Aachen, da seid ihr ja damals raus oder musstet ihr raus, weil der Mietvertrag nicht mehr, oder wie war das? Weil das war schon so, damals, wo ich angefangen habe mit Feiern, so klar, da bist ins Ochs gegangen hier, da bist dann ins Antons Disco-Stadel ab und zu nach Uhr. Du bist natürlich auch mal ein bisschen in Anführungszeichen weitergefahren, so von hier aus nach Aachen, weil es halt einfach ja ein schöner, cooler Club war und mal coole Events so, weil auch coole Gäste, coole DJs immer da waren, so, das war halt auch das... Ja. Ja, wir waren damals weit in Front, das war vielleicht auch irgendwann das Problem, dass wir die Messlatte halt ziemlich hochgesetzt haben. Es waren ja alle da, von Scooter, Lumi, der Anton aus Tirol, ja, also es waren so viele da, dass halt irgendwann die Messlatte auch schwierig war. Sido nach dem Konzert von Karlsruhe noch nach Aachen geholt, wo die Leute dann gedacht haben, Sido kommt niemals ins Charlies. Ja. Die Atzen, also das waren so viele Sachen, die da, dass dann irgendwann das Limit so war. Dass man sich selber nicht mehr höher eigentlich machen kann. Das war irgendwann schwierig. Ich habe meinen Geburtstag 3 Tage immer gefeiert, dieses Hardcore Days. Ja. Da waren dann 40 DJs oder 50. Wir sind 3 Tage mit einem Bus, die ganze Mannschaft, wir waren alle in einem Hotel, sind dann mit dem Bus in den Club, haben dort gefeiert, sind mit dem Bus wieder zurück in den Club, haben dort ins Hotel, haben dort weiter gefeiert und wieder, und das 3 Tage lang. Okay, also das ist heute alles gar nicht mehr machbar, jetzt außerhalb
der aktuellen Situation wäre das nicht mehr machbar. Wer waren denn die coolsten Stars oder für dich so das, oder das, was auch am verrücktesten war? So, wo du sagst, okay, so eine Story Also oder die so? verrückteste Sache kann ich also grundsätzlich gar nicht erzählen. Ja. Weil ich nach dem, nee, wir sind so nach dem Motto, was bei uns in der Tür passiert ist, Okay. bleibt auch tatsächlich dort. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir Ja. haben viele, 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 viele verrückte Nächte erlebt dort. Ja. Sei es mit den Aqualoop-Jungs damals, mit dem Pulse Driver, mit Jay Frog, mit dem Alex Christensen, der heute noch Ja. einer meiner besten Freunde ist, mit dem ich auch immer noch eng in Kontakt stehe. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Krass war vielleicht, es war jetzt nicht im Club, aber es war in Ibiza. Ich habe ja damals dann auch angefangen mit Produzieren irgendwann und bin dann irgendwann in Berlin gelandet bei Cause and Effect, einem der ältesten House-Labels. Mit den Jungs war ich dann in Ibiza und da war es dann so, dass wir zu David Guetta wollten und es eigentlich keine Gästeliste gab für David Guetta, aber mir einfach mal mit 8 Mann da, ja, wir kommen von Cause Effect, hier, Rockhound, ja, kein Problem, kommt rein, wie viele Leute seid ihr? 8 Leute, alles klar. Haben wir mal noch den Noah Becker mitgenommen dann, weil der vom VIP aus nicht reingekommen ist. Okay. Da haben wir den immer noch schön mitgenommen und das war vielleicht eine witzige Geschichte, die man erzählen kann. Okay, was machst du als DJ, wenn mal, oder wie reagierst du, wenn dein Programm, oder der Laptop abstürzt? Also ich habe das tatsächlich Laptop-Abstürze, da kann ich zwei Geschichten erzählen, die richtig, richtig krass sind. Also grundsätzlich kann ich jedem nur empfehlen, die Technik, never change a running system. Also wenn du mal dein System hast, das läuft und es stabil läuft, weil es gibt nichts Wichtigeres wie Sicherheit für den DJ. Klar. Also es gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn ich gerade ein Update gemacht habe, bin im Club und dann zitter ich, weil ich vielleicht nicht weiß, hey, heb's oder heb's nicht, habe ich einen Fehler, kommt der Fehler wieder. Nature One. Tatsächlich, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, da war es so, dass die Hildegard, Disco Boys vor mir, Hildegard nach mir, auf dem Cassius Floor. Ich leg auf, beim letzten Song auf einmal, zack, USB-Kabel kaputt. Ja, da war die Connection praktisch vom Controller, von der Soundkarte, ging nicht mehr. Ja, was machst du dann? Dann sagst du danke und hast dann Hildegard auflegen lassen. Anderes Beispiel, Alpha, nee, Osterhammer, Schwerin. Da war es so, dass die Atzen, nee, wer war es denn? Irgendjemand hatte Verspätung, ich glaube Deichkind Okay. hatte Verspätung und dann musste ich noch mal eine Dreiviertelstunde auflegen. So, und damals hatte ich noch einen Windows-PC und dann hat der Windows-PC sich nicht mit der Soundkarte verknüpft. Er hat die Soundkarte nicht erkannt und dann stehst du auf der Bühne, vor dir stehen 8000 Leute in einer richtig riesigen Festhalle und dein System geht nicht. In der letzten Sekunde hat es dann gerade erkannt. Also man hat gesehen, war das geschwitzt. Ja, aber Show must go on. Ja, also, man ist nicht gefeit davor, cool bleibe, weitermache, die Ruhe bewahre. Das ist so eigentlich das, was ich jedem machen kann. Und danach einen Hit auspacke. Auf jeden Fall. Was war dein bisher größter Auftritt? Ich meine, klar, oder ich sage, coole Partys hat's ja gefühlt jedes Wochenende, aber so, ja klar, du hast erzählt Nature One und so weiter. Was war denn so der größte Auftritt oder auch der prägendste Auftritt für dich? Prägendster Auftritt weiß ich nicht so richtig, aber ich sage jetzt mal, was viele außerhalb mitbekommen habe und viel hinterlassen hat, sage ich jetzt mal, war wahrscheinlich Nature One. Darauf haben mich viele angesprochen. Aber ich habe ja auch schon in Miami zur Winter Music Konferenz aufgelegt oder in Amsterdam auf dem ADE oder in Griechenland oder in Ibiza. Also ich würde jetzt nicht irgendeinen rausheben. Ich glaube so, die prägendste Zeit für mich war die Charlie 2000 Zeit. Grundsätzlich. Okay, jetzt kommen wir dann auch zum Thema, zu Charlie 2000. Das war ja dein Papa, ne? Und Ich habe immer gerade, noch, auch wenn er ja, nicht mehr da natürlich, ist, aber er ist nee, noch. aber diese ganze in der 70er oder 80er dann, diese ganzen Veranstaltungen, die da waren, da kennen gerade meine Eltern oder auch die ältere Generation kennen den ja alle. Und erzähl mal ein bisschen was zu diesen Charlie 2000 Partys, was es damit auf sich hat, weil ich meine, so wie das da
ablief. Ich meine, ich kenne es von Erzählungen, klar, aber ich meine, die jungen Leute, die wissen das gar nicht mehr, was das hier da, wie das ablief. Nee, ich glaube, das kann man sich auch heute schwer vorstellen. Das hat damals alles angefangen in einem Vereinsheim mit einem Mischpult und zwei Boxer, ja, und da dann mal zum Vorhören. Dafür mal für eine Flasche Asbach und dass es dann irgendwann die größte mobile Disco war, weil mein Vater halt auch ein Freak war, ja, war ein Besessener und das hat er halt auch mir und meinem Bruder auch überlassen, ja, also ich bin Technik-Freak durch und durch. Du hast mich vorhin gefragt, was für Technik ich habe. Es gibt wenig, die ich nicht habe, weil einfach ich mich immer dafür interessiert habe, das kommt aus der Zeit und ich sage jetzt mal, das war halt, das war noch richtig Disco. Ja. Ja, du bist damals von der Halle gefahren, auf eine Sporthalle, hast die zu einer Disco umgebaut in 4 Stunden und nach dann sind die Leute gekommen um 8 und um 1 war wieder Feierabend, dann hast du wieder abgebaut und bist in die nächste Halle gefahren. Das war ein Novum und ich bin froh, das erlebt zu haben, weil das wird es so nicht mehr geben. Ganz einfach. Ja, also echt auch coole Geschichten oder coole Geschichten. Du hast auch vorhin erzählt, du hast früher auch Musik veröffentlicht, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oder nicht mehr viel produziert. Hast du da mal wieder Bock oder wie sieht es da aus? Oder erzähl mal da ein bisschen was zu deiner eigenen Musik, die du kreiert hast oder vielleicht noch kreieren wirst. Naja, also um auf den Anfang zurückzukommen, also aktuell ist so, ich habe mir, wo die Quarantäne angefangen hat, war das Erste, was ich mir geleistet habe, neue Monitorboxen, Adam A7 Mix. Ja, kenn ich, ja. Weil ich gleich festgestellt habe, okay, mir fehlt laute Musik. Ich habe dann auch wieder angefangen, ein bisschen zu produzieren, allerdings das Problem ist einfach, ich müsste mich wieder viel, viel zu arg reinarbeiten. Wir haben in den letzten Jahren die Muse dafür gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Durch die Moskito-Bar-Geschichte, durch Haus am See, durch immer Auflegen, da ist schon so viel Social-Media-Arbeit auch mit dazugekommen, weil als DJ ohne Social-Media eigentlich nichts bist. Das hat's Produzieren immer schwierig gemacht. Und es ist halt auch kein großer Ertrag für mich gewesen. Also es war ja, immer klar. Nur just for fun, also immer nur in dem Moment, wo ich Bock hatte. Ich habe angefangen damals 2001 zu meiner Geburtstagsparty, damals mit dem DJ Albi aus dem Kriterium. Den haben wir ja damals aus dem Kriterium Sterns Charlies gekommen. Und mit dem habe ich so angefangen, meine richtig professionellen Schritte. Und damals Sancho und Pancho, Love in My Dreams. Da denke ich drüber nach, das vielleicht zum 20-Jährigen mal wieder zu releasen auf Spotify. Weil es gibt es nicht immer auf Spotify. Damals gab es kein Spotify. Ja, klar. Dann mit Logic oder mit was würdest du dann produzieren? Ja. Tatsächlich Logic, ich weiß, viele machen Ableton, ich blicke Ableton aber nicht, ich bin eher so der einfache. Bei mir eigentlich auch so, ja. Bin der einfache Logic Freund und, ja. So, und Logic läuft mir besser von der Hand. Ich habe da noch eine Machine, habe ich auch noch. Geil, ja. Ja, auch die erste Generation, nicht die nach, also ich habe die zweite dann als Software-Update geholt. Ja. Aber ich habe auch noch die erste, die große. Ja, ich habe aber auch noch die. Die zweite, die Mini. Ja. Ja, aber ist sehr geil. Aber eigentlich braucht man immer mehr, wenn man das Teil hat so und sich damit auskennt, ist das eine Waffe. So. Da wundert es mich, dass so, was mich persönlich wundert, ist, dass so wenig DJs da draußen daherkommen und die Alten wegficken mit der Technik, auf gut Deutsch gesagt. Kannst du so viel mit den ganzen Samplern machen, ob es jetzt der oder. Eigentlich müsste so ein 16, 17, 18, 19, 20-Jähriger oder von mir aus auch 25-Jähriger, der so frisch vom Studium kommt, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, der müsste mit der Software und auch Social Media, mit dem ganzen Videobearbeitungszeug und das ganze alte Hase wegficken. Aber leider. Kommt keiner, also wenn einer da draußen ist, melde dich gerne. Der wirklich dir. Richtig gut ist. Ja, muss doch nicht gut sein. Eine Junge könnte sich gerne melden. Ich suche junge DJs, die Bock haben, was zu lernen. Harte Schule, alter Kern, nett komme, auflege und gleich meine große Star. Sondern wer Bock hat, sich das Ganze kann kommen, kann Technik lernen. Ich kann beibringen auf CD, auf Vinyl, auf digital, auf Traktor, auf Serato auf Recordbox ist kein Problem. Sehr gut. Du bist auch ein Katzenliebhaber. Ja? Und hast du derzeit eine? Oder, letztes Jahr hatte ich drei. Du hattest ja lange, ich habe es auch sehr auf Social Media verfolgt. Das war auch ja sehr traurig. Wo da war Katze, 19 Jahre alt. Katze gestorben ist. Ja. Ja, es war eigentlich wie mein Baby. Hab aber immer noch zwei. Also der Rocky und der Speedy, 13 und glaube 9 jetzt. Das ja, wird immer auch so bleiben. Hm. Sind meine Kinder. Du hast klar schon erzählt von den Haus am See,
Veranstaltungen, auch die ihr bei euch in der Mosquito Bar am Erlendersee macht, auch von deinem Label Hashtag. Gibt es da irgendwie, ist da irgendwas geplant derzeit oder ist das alles im Moment gerade so? Schauen wir mal, was passiert oder wie es auf euch zukommt. Also wir haben dieses Jahr, also 2020, hatten wir um die 15 Events geplant. Das ist halt so, da wir ziemlich professionell am Start waren, heißt, wir hatten die Events schon letztes Jahr im Vorgeplant, ja. November geplant, die Flyer schon fertig, die Plakate fertig, die Eintrittskarte fertig, die Banner fertig, alles schon da. Das ist jetzt alles für den Arsch. Wir haben sämtliche Vorverkauftickets, wir machen sie ja nicht nur hier bei uns, sondern wir machen sie ja auch noch in der Pfalz, wir machen es in Philippsburg, haben wir es gemacht in Forst am Heidesee, wir hätten es dieses Jahr in hier in Gaggenau in Kuppermara gemacht zum 125-jährigen Jubiläum, in Durmersheim im Schwimmbad haben wir es gemacht. Wir planen, also wir haben Termine angesetzt, wir planen aktuell aber nichts. Also wir warten jetzt erstmal die ganze Situation ab. Klar. Ich kann nicht meine DJs und auch nicht meinen Techniktyp sagen, du pass auf, an dem und dem Tag machen wir was. Ich habe das denn allen nicht gesagt oder die kriegen alle die Termine. Aber wenn die was anderes reinkriegen, sollen sie es machen. Die leben auch alle gerade am Limit. Also Ja. für viele Künstler, viele in der Veranstaltungsbranche, die Hilfen kommen nicht an. Viele haben Hartz IV beantragt. Für die zählt jeder Euro, der da Natürlich, reinkommt. klar. Ne? Und wenn da eine Hochzeit ist, wo sie nur 150 verdienen können oder auch mehr oder wie auch immer, dann müssen sie das machen und nicht auf mich warten, dass ich das jetzt annehme. Ja, klar. Ist das Leben schöner am See? Deutlich schöner am See und es ist auch deutlich schöner, wenn man raus darf. Also für mich ist das ganz schlimm, dass jetzt der See zu ist, weil jetzt der See hat mich so ein bisschen abgelenkt von dem Ganzen. Wo das alles losging, habe ich meinen ersten Urlaub seit 5 Jahren gemacht. Wir waren noch kurz in LA und Las Vegas, genau am 1. März bis zum 16. Und seitdem hat sich die Welt so komplett auf den Kopf gestellt. Also das letzte Mal richtig auflege war vor 1. März. Ich bin froh, wenn das See wieder aufmacht. Ja, das glaube ich. Was ist für dich Heimat? Oder wo? Musik, ist kein Ort. Musik ist für mich Heimat. Ich verbinde mit so vielen Lieder Momente. Ich sehe ganz viel vor mir. Wenn ein Song kommt, sehe ich die Lichtshow von früher. Ja, also da weiß ich genau, das war das Intro oder der Song an der Halle oder der Club. Ich verbinde das mit Heimat. Musik. Okay, cool. Super Stichwort zum Ende. Das war wirklich ein sehr interessantes Interview. Danke, dass du mein Gast warst, unser Gerne. Gast warst bei Was ist los? Auf jeden Fall mal im Internet abchecken. Wir werden deine Homepage auch einblenden. Da Ich können glaube, wir. Homepage müsste ich mal eine neue machen. Das können die während der Quarantäne mal machen. Könntest du auf jeden Fall mal machen, genau. Aber auf Ja. jeden Fall, da findet man deine ganzen Social Ja. Media Kanäle, wo man dich dann mit dir in Kontakt treten kann oder schauen, wo du streamst oder was bei dir so abgeht oder was auch bei Haus am See und so weiter alles abgeht. Cool, dass du da warst. Weiterhin viel Spaß und auch viel Erfolg und wünschen dir das Beste. Vielen Dank. Und was ist los? Was ist los?